Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde City Skylines mit mir, dem Zinni, und wir sind zurück in Bulai. Ja, ich hoffe, euch geht es gut. Leider musste gestern eine Folge ausfallen. Aber jetzt bin ich wieder am Start und ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ja, wir haben zuletzt hier das neue Gebiet angelegt, haben hier schon alles vorbereitet für ein Industriegebiet, das wir jetzt auch direkt errichten werden. Oh, das steht schon. Ich wusste es nicht. Dann lassen wir alles so, wie es ist. Was wir aber hier brauchen, ist auf jeden Fall Infrastruktur. Haben wir das auch schon gemacht? Ja, da, aber hier noch nicht, oder? Doch, oh Mann. Ich muss öfter aufnehmen. Hier haben wir auch überall, glaube ich. Ja, das haben wir auch schon alles gemacht. Ja, dann gehen wir wieder. Nein. Ich gucke mir mal weiter an, was wir denn noch so machen können. Also hier staut es sich ein bisschen. Wo wollen die denn alle hin? Die wollen alle darunter. Sehe ich das richtig? Ja. Die fahren alle hier wieder auf die Autobahn drauf. Was ist das denn? Warte, wohin führen die hier? Die führen darüber. Warte mal, führen zwei Stück hier rüber. Das ist doch voll der Schwachsinn, oder? Meine ich das nur? Es ist mir auch egal. Ich mache jetzt eine Straße. Wenn die hier rüberfahren und dann wieder hier drauf fahren, mache ich eine Straße hier rüber. Dann schauen wir mal, ob das irgendwas bringt. Achso. Und wenn die dann wirklich hier rüber wollen, dann können die das jetzt machen. Ja, da fährt auch schon einer. Wow, das scheint sich ja richtig zu lohnen. Okay. Was die da machen, ist mir zwar ein Rätsel, aber ich lasse mal machen. Jetzt muss ich mal gucken. Ach, die führt hier hin. Ah, ich verstehe. Die wollen von hier. Wollen die hier rein. In unser neues Gebiet. Aber die könnten doch dann hier auch abfahren. Oder habe ich da was falsch gebaut? Nö. Die könnten einfach hier runterfahren, dann wäre es auch gut. Aber die wollen wahrscheinlich Tunnel fahren. Ist ja auch immer wieder was Schönes mit dem Tunnel. Ich muss das jetzt echt mal überprüfen, warum die hier nicht rumfahren. Ich habe keine Ahnung. Okay, dann will ich aber auch mal wieder das heutige Thema ansprechen. Und zwar möchte ich heute über die Gamescom sprechen. Ich werde auf der Gamescom sein. Und zwar vom 5.8. bis zum 7.8. Das ist von Mittwoch bis Freitag. Ja, ich habe Karten für diesen Presse- und wie heißt denn das? Ausstellertag bekommen. Der Mittwoch. Ja. Das hat verschiedene Gründe, worauf ich jetzt nicht unbedingt so eingehen will. Aber jedenfalls kam ich an so Karten ran und bin dann quasi schon an diesem Tag da. Da werden wahrscheinlich viele von euch noch nicht da sein.
Was machen die hier alle? Die fahren hier von dem Kreisweg herunter und fahren da wieder drauf. Was soll denn der Scheiß? Die Verkehrsführung, ich verstehe es nicht. Hier staut sich. Ach, das ist unser Standardstau. Wie machen wir das? Es muss mehr Tunnel geben. Das sage ich. Aber es hier passt alles nicht. Komm schon, irgendwo hier. Ja, da. So. Ach. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ja, wie gesagt, ich bin auf der Gamescom an diesem Datum. Und wenn ihr da seid, habe ich mir überlegt. Und zwar treffe ich viele Leute auf der... mit denen habe ich mich schon verabredet. Das sind hier YouTube-Kollegen größtenteils und so weiter. Und da treffe ich mich mit denen, weil die am Wochenende eher da sind, treffe ich mich freitags. Und wenn ihr vorbeikommen wollt und auch mal mit mir schnacken wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Und zwar auch dann freitags. Ich werde noch per Twitter bekannt geben, dann ich suche mir dann mittwochs mal eine Stelle aus, wo man das gut machen könnte. Ah, ich muss ja erstmal hier runterkommen. So. Und dann können wir jetzt hier überall hin, wo wir wollen. Wo wollen wir denn am besten hin? Da ist auf jeden Fall hohes Verkehrsaufkommen. Ich überlege gerade, wo wir am sinnvollsten hier wieder die Leute rauslassen. Ich würde fast behaupten, wir machen das hier. Machen so. Wir gehen dann hier nach oben. Das geht jetzt nicht, weil der Park da ist. Ja, das passt keinem, ich weiß. Aber was tun wir nicht alles für unsere schöne Stadt? So, und dann... Oh. Bin ich jetzt... Ach. Das hier ist doch alles Kacke. So. Zack. Sieht zwar auch sehr verrückt aus, aber erfüllt seinen Zweck hoffentlich. Und dann machen wir jetzt mal von hier auch noch eine Straße, die dann hier runter geht. So. Da fahren auch schon welche ab. Die Frage ist, sollen wir hier mit Ampeln arbeiten? Ich würde sagen, lieber nicht. So. Ja. Ja, was gibt's noch zu Gamescom zu sagen? Wie gesagt, bla bla bla. Freitags treffen am besten. Ja, was erwarte ich mir von der Gamescom? Ich erwarte mir sehr viel Spaß auf der Gamescom, weil
auf der E3 wurden schon so viele geile Spiele angekündigt. Ich hatte ja dazu auch ein paar Videos gemacht. Und die werden ja auf der Gamescom dann auch da sein, hoffentlich. Und auch ein paar neue Sachen. Deck 13 will zum Beispiel ihr neues Rollenspiel ankündigen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Piranha Bytes, die Macher von Gothic und Risen, die haben auch ein neues Rollenspiel, das, wie hieß es, EOS? Ich weiß es nicht. Jedenfalls kann ich mir vorstellen, dass da auf der Gamescom auch was zu gesagt wird. Und mittlerweile, muss ich sagen, sind Spiele aus deutschem Lande nicht mehr da so schlecht, wie sie mal waren. Also es gab immer eigentlich ganz gute deutsche Spiele. Wenn ich jetzt wirklich an Gothic und so weiter denke, oder an die Siedler, oder Anno. So, ich hab mal hier die Ampel rausgeholt. Was ist denn hier los, bitteschön? Ist das laut? Ich muss jetzt mal meinen Sound hier leiser machen. So, hier stehen sie auch. Da ist auch eine Ampel, die machen wir auch weg. Hier führen Bahngleise. Ja, hier staut es sich wenigstens nicht besonders. Ich glaube nicht, dass wir die irgendwie verlegt kriegen, dass es bei der direkte Bahnhof ist. Ich versuch's aber. Am besten jetzt, wenn der Zug kommt, dann lohnt sich das besonders. Ja, Spiele aus deutschen Landen, wie gesagt, nicht mehr so scheiße, wie es mal war. Wenn es auch nie so richtig scheiße war. Es gab immer Lichtblicke. Wieso darf ich den jetzt nicht hier höher bewegen? Ja, die Straße krumm wird. Kacke. Ach. So. Also ich mach's nochmal so. Dann hier schon runtergehen. Da ist nur eine Höhenstufe. Mist. Mist, Mist, Mist. Ne, beim besten Willen geht das so nicht. So, wie machen wir das dann? Wir hauen die Straße hier weg. Setzen dann erstmal das hier so hin, dass es passt. Komm schon, so. Und so. Und dann müssen wir die Straße einfach hier durchführen. Klingt gar nicht so schwer, ist es aber wahrscheinlich. Müssen natürlich da ein paar Häuser drin glauben, aber
Ist halt leider so. So, Ort ist bereits belegt. Was ist denn hier? Ist das Krankenhaus im Weg oder was das ist? Was bist du für ein Gebäude? Feuerwehr. Dann setzt du dich mal ein bisschen darunter. So. Dann geht das auch alles. Okay. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was euch, worauf ihr euch am meisten freut bei der Gamescom. Wie gesagt, ich freue mich auch viel auf die Leute zu treffen und so weiter. Ich habe letztes Jahr auf der Gamescom habe ich sehr, sehr viele YouTuber getroffen, auch große YouTuber und sowas. Und die waren erstaunlich gesprächig, sage ich mal. Und ich hoffe, ich kann die jetzt wieder treffen, weil es waren immer sehr, sehr schöne Gespräche. Und ja, wie gesagt, wenn jemand von euch da ist, bin ich natürlich noch viel glücklicher, wenn ich euch treffen kann. Ich guck mal, ob ich es noch schaffe, mir ein T-Shirt zu machen, wo man mich erkennen kann. Oh, hier brennen echt viele Gebäude ab. Hier sollten wir noch eine Feuerwehr hinsetzen. Definitiv. Da ist aber direkt doch eine. Und da ist ein Gebäude abgebrannt. Wie schludrig seid ihr denn? So, dahin. Setzen wir noch eine hier irgendwo hin. Da ist immer noch sehr wenig. Dann setzen wir hier auf das abgebrannte Gebäude. Das geht nicht. Dann dahin. So. Hier ist auch schlechte Feuerwehranbindung. Kann ich auch nicht verstehen. Da auch. So. Wir machen ja alle mit Feuerwehr glücklich. Gut, hier ist Holzverarbeitung. Hier brauchen wir wirklich ein bisschen mehr. Hier arbeitet aber auch irgendwie keiner mehr. Hier fehlt noch eine. Und hier im Gebiet ist auch keine. Das müssen wir ändern. So, da eine und da eine hin. Wir sind ein bisschen schludrig gewesen, fällt mir irgendwie auf. Setzen wir hier direkt auch noch eine dazwischen irgendwo. Ist auch eine. Hier sind 1, 2, 3, 4 und trotzdem kommt hier irgendwie keine Feuerwehr hin. Wieso das denn? Also eine reise ich hier ab, das ist ja Blödsinn. Da genauso. Hier ist eine, da ist eine. Und trotzdem. Wahrscheinlich ist es hier nur eine Einbahnstraße. Komm schon. Ja, die fahren auch nur in eine Richtung. Das klingt nach Einbahnstraße.
Dann upgraden wir mal auf 2 Spuren. So, dann hat sich hier eine Ampel gebildet, scheinbar. Jo. Weg mit dir. Zack. Oh, da geht die Kamera flöten. So, dann hier auch nochmal. Und ich würde sagen, wie es dann weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen und vielleicht sieht man sich ja dann in 2 Wochen. Macht's gut, bis dann, ciao!